Hallo und herzlich willkommen zu unserer Videoreihe 10 Meilensteine des Jazz. Diese Produktion zum Schwerpunktthema Jazz im Rahmen des Abiturs Baden-Württemberg wird mit freundlicher Unterstützung des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg sowie der Stiftung Kunst und Kultur der Sparda Bank Baden-Württemberg erstellt. Wir als Band in the Bigs sind die Hausband dieses legendären Jazzclubs hier. Neben unseren vielfältigen Tätigkeiten bei Rundfunk, Big Bands, Sinfonieorchestern, mit unseren Ensembles oder auch an Hochschulen widmen wir uns ganz besonders gerne der über 100-jährigen Geschichte des Jazz. Dies tun wir, indem wir Themenabende spielen. Wir nehmen uns Komponisten vor, wir nehmen uns Epochen vor, manchmal sogar ein einzelnes Album. Und es werden wunderbare improvisierte Abende, die aktueller und neuer nicht sein könnten. Wir haben hier gerade den ersten Teil des Children's Song Nummer 1 von Chick Corea gehört. Chick Corea hat 1971 angefangen, 20 Children's Songs zu schreiben. 1984 ist diese Platte erschienen. Und man kann es ein bisschen vergleichen mit der Mikrokosmos von Béla Bartók von 1926 bis 1939, wo Béla Bartók 153 Stücke komponiert hat. Ist es Klassik oder ist es Jazz? Das ist dann immer die Frage. Chick Corea hat als Kind, als Jugendlicher, aber auch als Erwachsener Klavierkonzerte mit großen Orchestern gespielt. Er war der Klassik genauso nah wie dem Jazz. Und nicht zuletzt das Addendum dieser Platte, nämlich die zusätzliche Komposition nach dem 20. Children's Song, ist ein Klaviertrio. Nicht ein Jazz-Klaviertrio mit Kontrabass und Schlagzeug, sondern ein Klaviertrio mit Geige und Violoncello. Ein klassisches Klaviertrio. Und ohnehin liegt mir am Herzen, dass Jazz und Klassik eigentlich so nah beieinander sind. Große Jazzmusiker lieben Klassik, spielen Klassik. Große klassische Musiker haben immer improvisiert. Und das ist ja eine der absoluten Kernkompetenzen eines Jazzmusikers. Und der Impressionismus ist dem 60er-Jahre-Jazz so nah. Es gibt so viele Verbindungen, wo man voneinander lernen kann. Und diese Chance, von Musik anderer Genres zu lernen, sollte man niemals versäumen. Der Children's Song Nummer 1 ist wahrscheinlich das bekannteste Solostück, das Chick Corea geschrieben hat. Es steht in C-Dur, ist modal. Und das wichtigste Merkmal ist eine Ostinato-Figur, die aber nicht mit einem C anfängt, wie man erwarten könnte, sondern mit einem G-Pedal sozusagen. Und das klingt folgendermaßen. Harmonisch gesehen, wie gesagt, sind wir in C-Dur. Es ist ein Tetrachord. Aber natürlich mit G beginnend. Und das geht eigentlich das ganze Stück mit leichten Variationen genauso durch. Was für Spannung sorgt, sind gewisse Töne, die nicht in C-Dur vorkommen. Und das klingt folgendermaßen. Die Nähe von Chick Coreas Children's Songs zur klassischen Musik bewegt mich dazu, ein besonderes Instrumentarium bei meinem Arrangement einzusetzen. Und zwar ist es einerseits die Klarinette, die ja relativ gewöhnlicher zumindest ist im Jazz, wie das Fagott. Das Fagott kommt sehr, sehr selten vor. Und durch diese Mixtur mit der gestopften Trompete erreicht man einen sehr kammermusikalischen Klang, der gerade bei dieser Art Musik, die so im Grenzbereich zwischen Jazz und Klassik liegt, besonders passend ist. Im 18. Jahrhundert entstand die Klarinette als Weiterentwicklung des Chalumeau. Kein geringerer als Wolfgang Amadeus Mozart war auf Anhieb begeistert von diesem Instrument und sorgte federführend dafür, die Klarinette als festen Bestandteil des Bläserinstrumentariums in der klassischen Musik zu etablieren. Auch im frühen Jazz erfreute sich die Klarinette größter Beliebtheit mit ihrem dunklen, weichen, aber auch klaren Ton und das bei einem Tonumfang von 4 Oktaven. Bemerkenswert. In den 30er und 40er Jahren gipfelte die Popularität der Klarinette unter Bandliedern wie
Sidney Bechet, Benny Goodman und Artie Shaw. Während man sich in der klassischen Musik auf einen vibratofreien Klarinettenton verständigt hatte, waren im Jazz alle Facetten des Vibratos bis hin zum flimmernden Glenn Miller Sound erlaubt bis erwünscht. Wir demonstrieren das einmal kurz mit ein paar Takten der Moonlight Serenade. Ansonsten habe ich tatsächlich mich weitgehend an das Original gehalten, wobei Chick Corea es sehr offen lässt. Am Anfang ist er ja nur zweistimmig in seiner kompositorischen Arbeit. Und ich habe diese Zweistimmigkeit etwas umgewidmet und habe eben auf die Bläser, habe das harmonisch etwas erweitert, würde ich sagen. Und ein zentraler Bestandteil meines Arrangements ist der Tausch der Rollen der linken und rechten Hand im Klavier. Im Original spielt die rechte Hand die Melodie und die linke begleitet. Olaf spielt euch das jetzt mal vor. In meiner Version liegt die Melodie in der linken Hand und die Begleitung in der rechten, und dadurch bekommt das Stück eine völlig andere Farbe.